Gerrit, du bist ja nicht nur der Praktikant, sondern auch mein Bruder. Sicher? Oh mein Gott. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir alle, ist uns aufgefallen, haben Geschwister. Keiner von uns ist ein Einzelkind. Und ich habe mir überlegt, wie ist es bei euch mit euren Geschwistern? Seid ihr cool miteinander? Also, seid ihr nicht so cool miteinander? Weil, um nochmal ein bisschen weiter auszuholen, ich würde mal behaupten, dass Gerrit und ich ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben. Übel gut. Also wenn man euch beide sieht, dann finde ich... Gerrit ist auch schon mein bester Freund. So. Mhm. Das stimmt schon. Er ist nicht nur mein Bruder, er ist auch mein bester Freund und meine vertrauteste Person, auf jeden Fall. Aber generell so, also bei mir aus dem persönlichen Freundeskreis kenne ich auch viele Leute mit Geschwistern. Ich kenne aber niemanden, der... Doch, eine Freundin von mir kenne ich, aber die anderen haben nicht so ein Verhältnis, wie Gerrit und ich haben. So, da ist es so unterschiedlich von Bruder und Schwester, haben gar keinen Kontakt miteinander, sagen sich Hallo und Tschüss und feiern auch Weihnachten und so zusammen, aber haben eigentlich gar keinen Peil, was in der anderes Personenleben abgeht. Die anderen verstehen sich zum Beispiel super, super gut, haben aber innerhalb trotzdem so einen übelsten Konkurrenzkampf irgendwie so. Also das ist so, und ich fand das immer super verwunderlich, weil wie gesagt, ich kenne es nicht anders, das ist schon immer, also korrigiere mich, aber ich glaube, das ist schon immer so gewesen irgendwie. Klar. Wir haben uns auch genug oft auf die Fresse gehauen. Ja, wir haben uns auch echt Fresse gehauen. Ja, wir haben uns auch echt oft genug geboxt, Junge. Ja, aber wirklich, aber. Ja. Kann ich nicht. Gerrit hatte Größenvorteil, ich hatte Altersvorteil. Ja. Ich habe auch ein paar Mal verloren, haushoch, Alter. Nee. Junge, doch. Nee, büschelweise Haare hattest du in der Hand. Du hast so oft Schienbein getreten. Ja. Ich hoffe, dein Beinchen ein bisschen länger war als meins. Ja. Also sowas gibt's auch, aber wir haben uns ja immer wieder gut vertragen. Und manchmal muss man sich, glaube ich, auch einfach mal boxen. So. Aber nicht so fest, ich muss morgen arbeiten. Ja, wie ist es bei euch so? Also es ist jetzt wirklich eine persönliche Interessensfrage einfach nur. Wie seid ihr? Wie viele Geschwister habt ihr? Was geht da so? Ich habe einen Bruder und ich glaube, das ist... Wie viel Altersunterschied habt ihr beide? 6 Jahre. Ja, bei uns sind 7,5. Und, aber bei uns ist es tatsächlich, dass der Altersunterschied gemacht hat, dass wir nicht viel miteinander zu tun hatten, als ich ein Kind war. Also man kann es ungefähr so beschreiben, immer wenn der eine in einer Phase war, wo er was mit dem anderen zu tun haben wollte, wollte der andere nicht mehr. Heißt, als ich ein kleines Kind war und die ganze Zeit mit meinem Bruder spielen wollte, war der gerade 13, pubertär und wollte mich nicht in sein Zimmer lassen. So kann man auch voll nachvollziehen. Bin da wirklich kein Stück böse. So, und als er dann aus der Pubertät raus war, ein Erwachsener war und mit mir so was unternehmen wollte, vielleicht zwischendurch mal, war ich halt so mit Freundinnen dann unterwegs, war selber in der Pubertät und mein Bruder ist, als ich glaube ich 13 oder 14 war, ist der auch schon das erste Mal ausgezogen. Er ist nochmal zurückgezogen, aber es waren viele Jahre, wo ich halt einfach wie so ein Einzelkind gelebt habe dann. Deswegen sind wir einfach nicht so close geworden. Trotzdem würde ich sagen, wir haben ein gutes Verhältnis. Wir mögen uns auch gerne, aber das ist bei uns echt eher so ein Thema von, wir schreiben uns einmal im Monat, was so bei uns abgeht. Ich weiß auch, wie es gerade in seinem Job ist. Ich weiß, was er gerade für Hobbys macht oder sonst irgendwas. Oder beispielsweise mein Bruder spielt in der Band. Da gehe ich immer zu jedem Auftritt hin und feuere den an, weil mein Bruder ist auch einer der liebsten Menschen in meinem Leben. Aber also so close wie bei euch beiden ist es nicht und glaube ich, wird es auch nie werden. Ich finde es nicht mega schlimm, aber wir sind halt einfach sehr verschiedene Menschen und ich würde auch sagen, sehr unterschiedlich aufgewachsen. Weil, ja, aber ihr habt trotzdem, trotz allem irgendwie so ein gutes Verhältnis. Ja, wir haben ein gutes Verhältnis, würde ich sagen, aber es ist nicht so dieses close, wir sind best friends Verhältnis, aber so dass wir schon auch immer so, wir das Geschwisterteam sind, das ist trotzdem so, würde ich sagen. Cool. Wie ist bei dir, Timo? Ich habe 3 Geschwister, die jünger sind als ich. Also, du bist nicht Sandwich-Kind? Nee. Okay. Das sind Drillinge. Okay. Ah ja, stimmt. Ja. Und wie gesagt, 3 Jahre jünger. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich echt gerade jetzt mal viel drüber nachgedacht. Am Anfang war es echt eine schwierige Zeit. Also nur Gefetze so untereinander. Mhm. So dadurch, dass wir dann 4 Kinder waren und der Altersunterschied jetzt nicht so riesig war, haben sich wie, dann immer so... Wie viel ist? 3 Jahre. Ah ja, okay. Ja, und es haben sich dann immer mal so Teams, sag ich jetzt mal, gebildet. So, dann haben die 2 zusammengehalten, dann mal die 2 und sowas. Und dann hat man sich immer wirklich wie so ein Geschwisterkrieg teilweise. Es gab viel Streit auch bei uns. Aber so wirklich mit dem Alter ist es immer besser geworden. Also ich bin ehrlich, wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo dann halt
regelmäßig auch drin geschrieben wird, aber halt auch nur mal so, yo, ne, hier, wir wollen das und das machen. So viel geht um Geschenke für Verwandte und sowas natürlich. Man wird es wahrscheinlich irgendwie kennen, Familiengruppen, ganz normal. Entschuldigung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich zu meinen Geschwistern das closeste Verhältnis habe. Ich bin auch ehrlich, ich weiß teilweise nicht, was die gerade, ich weiß bis heute nicht, was meine Schwester für eine Ausbildung macht, also was der genaue, die genaue Bezeichnung ist. Nicht, weil sie es mir nicht gesagt hat, sondern weil ich es teilweise mir einfach nicht merken kann. Also wirklich, ich weiß, dass sie irgendwas auf der Dialysestation macht. Das muss reichen. Ja, also es ist immer mal phasenweise tatsächlich, aber auch so, dann habe ich mal wieder richtig viel Kontakt zum Beispiel mit der einen Schwester oder mit der anderen. Oder mit meinem Bruder jetzt halt auch viel, dadurch, dass er bei meinem Vater mit in der Firma drin ist und sowas und man da dann halt auch ein bisschen häufiger dann Kontakt miteinander hat, ist es ein bisschen blöd, dass es dann mehr durch das Arbeiten der engere Kontakt kommt, aber besser so als gar nicht. Also ich bin froh, dass ich, also ich kenne genug Leute, die halt nur Streit mit ihren Geschwistern haben, was du auch gesagt hast, auch nur Konkurrenzkampf einige, und sowas. Oder ich habe auch ein paar Leute kennengelernt, die sich teilweise so mit den Geschwistern gezopft haben, nie wieder gesprochen miteinander, aber dann sich halt auch so versucht haben, gegenseitig bei den Eltern auszustechen wegen Erbe und sonst irgendwas und so richtig, wo ich mir so denke, Alter. Das finde ich so bescheuert. Ne? Ja. Bei uns war eher immer so zusammenhalten. Ja. Also ganz ehrlich, wenn irgendwann mal das Thema Erbe kommt, ist mir so scheißegal. Wirklich. Also ich, wenn mein Bruder das alles haben will, dann würde ich sagen, okay, also ist jetzt so, ist dann halt so, aber ich werde mich nicht mit dir anlegen oder sonst irgendwas. Mhm. Das wäre das Letzte, woran ich denken würde, wenn meine Eltern tot sind. aber was ich da gerade noch als Frage einwerfen wollte, ist es bei euch denn so, weil Drillinge, also ich kenne das von Zwillingen, dass die halt sehr oft sehr zusammengeschweißt sind. Sind deine Geschwister unter sich closer als mit dir, weil du das größere Geschwisterkind bist? Also würde ich auch sagen, es gab eine Zeit, wo die auf jeden Fall sehr viel zusammen gemacht haben, gerade so, was so 5. bis 10. Klasse halt war. Die waren zwar in unterschiedlichen Klassen alle, aber hatten dann auch einen gemeinsamen Freundeskreis halt, wodurch man dann halt enger miteinander war. Aber mittlerweile haben die alle halt ihre unterschiedlichen Kreise, in denen die sich bewegen. Also so, ich würde auch sagen, also es ist ähnlich wie jetzt meine Beziehung zu meinen Geschwistern, ist das halt auch unter denen halt, würde ich jetzt sagen. Ich habe auch schon lange nicht mehr mit denen gesprochen. Ich kenne das nur von Ostern so, dann wieder. So Zwillingen und auch Drillingen, dass die halt irgendwie, keine Ahnung, ich kenne so ein Zwillings, zwei Mädels und die sind halt wirklich so, dass sie teilweise die Sätze des anderen beenden und dass sie auch echt oft dieselben Klamotten tragen, weil die es halt cool finden, dass sie Zwillinge sind und das ist halt so eine andere Art von zusammengeschweißt sein. Da kann ich auch was zu erzählen. Meine beiden Schwestern waren nämlich immer so, die eine hat sich was gekauft. Sind es drei Mädchen? Nee. Nee. Zwei Mädchen, ein Junge. Okay. Also die eine hat sich was gekauft an Klamotten, die andere auch, fand dann aber nachher die Klamotten von der anderen schöner, ist dann heimlich an den Kleiderschrank drangegangen und dann war, ey, boah. Also dann ging es aber rund, dann ging es wirklich rund, weil die eine mochte das da nicht, dass die sich so untereinander die Klamotten geklaut das haben. Ist immer unter Schwestern so, habe ich das Gefühl. Also jedes Mädchen, das ich mit einer Schwester kennengelernt habe, die haben sich immer gegenseitig die Klamotten geklaut und das war immer ein Drama. Also ich gehe auch in Gerrits Kleiderschrank ab. Original, ich trage gerade eine Hose von meinem Bruder. Weil mein Bruder ist halt 1,5 Köpfe größer als ich und der wächst gefühlt immer noch. Und ich kriege halt ständig von dem so aus, also Hosen, die ihm halt nicht mehr passen oder sowas. Ich denke mir dann immer so, geil, ich muss mir nichts Neues kaufen. Perfekt für meinen Geldbeutel. Und er ist froh, weil das los wird so. Also ich bin ja, sehr aber pragmatisch. Das ist, glaube ich, unter Mädels manchmal was anderes, besonders in der Teenie-Zeit. So, dann deine Schwester hat deinen Lieblingstop getragen, dass du dir extra für morgen bereitgelegt hast, weil du das dann anziehen wolltest, weil du das perfekte Outfit hattest. Für und jetzt musst du wieder warten, bis es fertig gewaschen ist. Das ist bestimmt ein Drama. Ja. Boah, ich weiß auch noch, ich hatte einmal so einen richtig heftigen Beef mit meinem Bruder. Aber ich weiß noch, dass wir gestritten haben, aber ich weiß nicht mal, worum es ging. Und ich weiß nur, kennt ihr diese Vitrex Wasserflaschen? Das ist sowas ähnliches wie Volvic, auch Wasser mit Geschmack einfach. Mhm. Die sind auch so quadratisch halt, sage ich jetzt mal, aufgebaut, so eine Plastikflasche. Und ich weiß nur, ich habe die so quer durch den Raum geworfen, also von meinem Zimmer zu seinem Zimmer. Und die ist an seiner, also mit so einer Wucht, dass die an seiner Zimmertür aufgeplatzt ist, aber so komplett längs, weil wir uns so gefetzt haben. Oh, ich weiß noch. Sorry. Nee, mach du ruhig zu Ende. Ist das das Schlimmste, was bei euch passiert ist? Boah, nee, mein Bruder ist mal bei mir vom Dachboden gefallen. Also wirklich gefallen. Ich habe den nicht geschossen. Ich meine nicht, was ist das Schlimmste, was passiert ist. Das Schlimmste war so beim Streit.
passiert ist. Oder ja. Was ist das Schlimmste, was du einem Geschwisterkind jemals angetan hast? Also, das ist eine Scheißfrage, Gerrit. Das ist wirklich eine Scheißfrage. Ich habe Nina mal im Gartenhaus eingesperrt, als ich klein war. Also, mein Bruder redet da immer noch von. Ich fand es nicht so schlimm, aber er fand es horrormäßig. Ich habe einfach ein Centstück in sein Schloss von seiner Zimmertür reingemacht. So, dann konnte der seine Tür nicht mehr abschließen. Oh, nee. Und er hat mich so dafür gehasst. Aber er hat auch mal die Zimmertür irgendwie so hart zugeknallt und dann war meine Nase noch dazwischen. Oh. Da. Entschuldigung. Aua, es tut mir leid. Aber lustig auch irgendwie. So, das Schlimmste war aber ein Unfall tatsächlich, war beim Handballspielen. Da habe ich meiner Schwester mal einen Finger gebrochen. Also, ja, aber das ist ja nicht so, wie gesagt, ein Unfall, aber sonst so. Ja. So, wir haben uns halt schon so verbal ordentlich gefetzt. Wir haben uns auch mal geprügelt, ja, aber halt nicht so heftig jetzt, dass man, keine Ahnung, dass sich irgendwer ultra verletzt hätte. Nee, es ist immer nur so leicht immer geprügelt. Man boxt sich, so dann fängt das jüngere Kind an zu heulen. Nicht der Mama sagen, die Mama kommt gleich. Ne? So schlimm ist es aber auch. Aber nur angeprügelt, seine Stelle gegeben und gesagt, tut mir leid, sag's nicht der Mama. Ja, komm, du darfst auch, ich hol dir eine Cola oder sowas. Den ganzen Abend so ich Butler mach gespielt. Ich Zimmer ne? auf. Genau. Nee, aber stimmt, jetzt wo du es erzählt hast, das mit dem Gartenhaus hat dich verdrängt, aber du hast mich wirklich mit dem Gartenhaus eingeladen. Was hast du denn so mit mir gemacht, Nina? Das Schlimmste, was ich bei dir gemacht habe, muss gewesen sein. Kommt jetzt wieder adoptieren. Muss gewesen sein. 433. Dass ich unfassbar lieb zu dir gewesen bin, immer ja, die ganze Zeit. Das ist das Schlimmste, was ich dir hier angeschaut habe. Ja, also Unfälle passieren, davon würde ich mich mal, also davon, das würde ich halt, ne? So. Ja. Das hat man ja nie extra gemacht. Gerrit, möchtest du mal erzählen, was dir so passiert ist in der Kindheit? Also, ja, kleine Unfälle passieren halt. Ich erinnere mich noch, pass auf. Das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten leid getan hat, weil das war wirklich ein Unfall und das war nicht extra. Auch wenn du das vielleicht anders siehst, aber es war nicht extra. Also pass auf. Das Coolste war bei uns immer, also wie gesagt, wir sind 6 Jahre auseinander. Ich glaube, Gerrit, ab wann kriegt man Zähne? 1? So? Hast du ihm keinen Zahn 2? Ausgeschlagen, oder? Also die Zähne waren gerade frisch da. Weißt du, so winzig kleine Schneidemilchzähne. Also der war wirklich noch nicht 2, 1 vielleicht. Irgendwie so eine Dreh. Ich war 6, 7 dann demnach. Und das Coolste waren bei uns früher immer die Müllabfuhr. Weil die sind dann halt immer mit ihrem Auto so rückwärts bei uns in die Straße rein. Wir kannten so die Müllmänner und manchmal, wenn man rausgegangen ist, dann haben die dir einen Lolli gegeben oder irgendwie so. Die hatten halt immer irgendwie so einen Snack auch für einen dabei. Und Gerrit fand Müllmänner zum Beispiel auch immer übelste beruhigend. Also das heißt, wenn der irgendwie unruhig war oder so und die Müllabfuhr kam halt gerade, dann hast du den halt auf den Arm genommen und dann so am Fenster rausgucken lassen, wenn die halt schon irgendwie gefahren waren. So. Ich erinnere mich noch, die Mama war in der Küche, hat gekocht, Papa war irgendwie nicht da. Bitte komm nach Hause, nein, Spaß. Das ist Dustins Job. Und die Müllabfuhr kam und Gerrit war halt so unruhig und ich habe den auf den Arm genommen und habe den gucken lassen und wir haben halt bei uns an der Fensterfront so eine kleine Steinfensterbank, wo halt noch so Blumen draufstehen und so. Und ich weiß noch, ich habe den halt so auf dem Arm gehabt, so an der Seite und wollte ihn so gucken lassen. Und hab, kennt ihr das, wenn man so kleine Kinder mal so hochhuggelt, weil die halt so rutschen? Und ich habe den ein bisschen zu fest so hochgehuggelt und der ist halt ein bisschen zu tief gefallen und demnach mit der offenen Fresse und seinen neuen Schneidezähnen halt auf die Fensterbank gekracht. Und ich sag mal so, die Zähne waren halt ab danach. Also das war wirklich ein Unfall und mir tut das bis heute schrecklich leid. Und voilà, ich bin echt froh, dass deine Zähne ordentlich nachgewachsen sind. Und die Mama war so stolz auf seine Zähne, weißt du, das waren so die ersten, zack, waren die ab, Junge. Ja, also, ja, und ich habe mal dein Monte gegessen, ohne zu fragen, aber das weißt du schon, das habe ich dir gebeichtet. In der Insta-Story, du hast gerepostet. Also, das ist das Schlimmste? Ja, ich glaube, das war das Schlimmste. Aber das war, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht und habe einfach ihn geboxt, sondern... Hast du mal extra was gemacht, um ihn abzufacken? Klar, jeden Tag. Ja. Bis heute. 21 Jahre still going strong. Ja. Ich bin ja auch nicht böse oder so. Nee, wie das dann ist unter Geschwistern ja auch so normal. Who am I to judge? Ja.
Aber stimmt, du hast mich mal im Gartenhaus. Keiner war zu Hause, hast gesagt, geh mal rein, ich wollte was gucken. Und der kam einfach und hat Schloss zugemacht mit Schraubenzieher davor. Stand ich da. Sommer 30 Grad, Junge. Und der geht einfach rein. Ich dachte, der macht einen Scherz, bis er nicht mehr wiedergekommen ist. Dafür hast du mich am nächsten Tag im Pool geweckt. Hast du mich einfach schlafend genommen und hast mich am Pool geworfen. Ja. Dinge sind passiert, Dinge sind passiert, aber das ist so, das meint ja keiner böse. Aber ich lieb dich trotzdem. Hab dich lieb, so Gerrit. Ja, demnach habe ich mir übrigens aufgeschrieben, wir haben das jetzt so ein bisschen vorweggegriffen, was so die verrückteste oder lustigste Sache gewesen ist. Ist mal irgendwann, ist mal, hat, also. Bitte Bier. Ja. Also, wenn mal irgendwas passiert ist oder so und einer was zu erzählen hat, dann einfach auch nur wieder aus persönlichem Interesse, weil ich finde, irgendwie so schöne Sachen, die passiert sind oder eine schöne Erinnerung oder irgendwas, was krankhaft lustig war oder so, ich finde, das bondet ja auch immer nochmal generell. Boah. Das ist echt schwierig. In meinem Kopf ist letztens nochmal eingetaucht, weißt du, Nora, den ersten, ich war ja mit auf Mallorca letztes Jahr mit euch schon, obwohl ich noch gar nicht hier gearbeitet habe. Weißt du noch, die Nacht, in der ich angekommen bin, wo wir noch in den Pool nachts gegangen sind, wo wir einfach diesen heftigsten Lachflash haben, dass Clara sich richtig Sorgen um uns gemacht hat? Worüber, weshalb haben wir denn nochmal gelacht? Keine Ahnung. Fischfasch? Kann gut sein. Kann sein, dass es der Fischfasch gewesen ist. Dass die dachte, wir saufen einfach beide. Und stimmt. Das war so cool. Ich weiß nicht mehr, weswegen. Ich meine, es war der Fischfasch. Ich weiß auch wegen ganz vielem nicht mehr, wegen, wegen wem wir gelacht haben. Stimmt, aber da erinnere ich mich auch dran. Das war wirklich sehr schön. Ich überlege noch, Timo, du kannst gerne. Ich bin auch noch am Überlegen. Mein Bruder war halt immer derjenige, der mir alles so zeigen wollte, quasi dann so. Wollte mit mir dann auch auf Konzerte gehen oder halt mir generell so ein bisschen zeigen, wie die Welt ist. Mhm. So, wenn man so ein kleines Geschwisterkind hat und auch auf mich aufpassen dann so ein bisschen. Und ich kann dir jetzt keine genaue Erinnerung sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mein Bruder halt so ein bisschen die Person in meinem Leben ist, auf die ich zählen kann und die mir gleichzeitig auf eine coole Art und Weise so ein bisschen... So, ich habe ja mit keinem meiner Eltern irgendwie Stress. So, meine Eltern waren auch immer cool, aber so das Geschwisterkind ist ja nochmal eine andere Ebene. Voll. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt meinem Bruder bei allem nach Rat fragen konnte und er dann auch immer eine Antwort darauf hatte. Cool. So, und das wäre so eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Das finde ich sehr schön. Sagen. Und mein Bruder ist halt auch immer zu wichtigen Sachen da gewesen. So, wenn ich ein Theaterstück hatte, wo ich dann die Hauptrolle hatte, da ist mein Bruder dann da gewesen. Oder wenn, keine Ahnung, ich irgendwo irgendwas gemacht habe, ist mein Bruder eigentlich immer da gewesen, weil er einfach, ich glaube, einfach zeigen wollte, dass er da ist. Das ist cool. Das fand ich immer schön. Ich glaube, das Witzigste war, als meine Schwestern mich angerufen haben und meinten, ich soll meinen Bruder jetzt abholen vom Schützenfest, weil er nicht mehr laufen kann. Dann habe ich den halt Huckepack quer durchs Dorf getragen und in sein Bett gelegt. Ach Mann, du bist ein Guter. Ja, ich glaube, da durfte ich noch kein Auto fahren, deswegen bin ich dann halt gelaufen. Oh, mir fällt gerade auch was ein. Und zwar, als mein Bruder und seine Freunde dann 18 waren, hatten die auf einmal dann alle natürlich Autos. Und dann haben die meinen Bruder mal gefragt, ob die zusammen nach Meckes fahren wollen. Und wenn mein Bruder auf mich aufgepasst hat, dann war immer so, ja, du kommst halt mit. Aber sag keinem. Ja, sag nicht, Mama, wir fahren zu Meckes. Aber ich war ja so ein komisches Gemüsekind. Also ich mochte, bis ich, glaube ich, 15 war, mochte ich kein bisschen Fastfood. Ich mochte keine Pommes, ich mochte auch keinen Burger. Das heißt, die sind mit mir zum Meckes gefahren, ich habe einen Salat gegessen. Nochmal. Ich habe nie gehört, dass ich jemanden Salat bei McDonald's. Ich war halt ein komisches Kind. Ich war ein komisches Kind. Ich mochte wirklich kaum so ungesunden Stuff. Ich mochte gerne Gemüse, Obst und... Milchnudeln, ja. Ui. Na gut. Das sah auch gestern nicht gut aus. Nee. Deswegen. Das war ganz lustig. Aber auch ein bisschen, wenn man bei so einem 18-jährigen Kind in einem Auto sitzt, ist kurz auch als Kleinkind, dass man Angst hat, dass man stirbt. Aber so weit war der Meckes dann auch nicht weg. Entschuldige mal bitte, aber was war das denn für ein abfälliges... Heute noch Angst. Bei dir hatte ich Angst, als du deinen Führerschein hattest irgendwann. Bei mir? Ja. Ja, bei mir doch auch nicht. Hä?
Hä? Oh, gleich gibt es wieder Streit. Streit mit Hellas. Ja. Nee, gut. Autofahren ist nochmal ein Thema für sich. Also als ich meinen Führerschein hatte und meine Mama das erste Mal mit mir gefahren ist, war so, da hinten die Ampel ist rot, das siehst du aber, ne? Fahr nicht so nah den Autos vorbei. Ja, ich überlege gerade, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Wir haben jetzt 18:05 Uhr, wir haben um 16:30 Uhr angefangen.